Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Märchenstunde. Tja, es geht wieder weiter. Wir haben wieder einen Betrüger dran oder eine Betrügerplattform, die es nicht alleine gebacken bekommt, mit einer Mitarbeiterin mir den ganzen Bums hier zu erklären. Am Ende scheitert das ganze Spielchen dann an der tollen Webseite. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben das Interesse gezeigt, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Aha. Ist das korrekt? Ja, von welcher Firma rufen Sie denn aus an? LPL Financial. Von was? LPL Financial. Also wir haben hier wieder eine Plattform am Apparat, die mittlerweile tatsächlich nicht mehr existiert und von der Polizei hochgenommen wurde. Das heißt, Ihr Stühlchen ist mittlerweile kalt. Aha, okay. Haben Sie vielleicht Internetzugang? Ja, sowas habe ich ja. Bitte? Ja, natürlich habe ich Internetzugang, sonst könnte ich ja bei einer Online-Handelsplattform bestimmt nicht angemeldet sein. Oh, vielleicht habt ihr Werbung gesehen. Ja. Oder, weiß ich nicht. Aber Sie sind bei uns registriert. Ja. Haben Sie schon mal gehandelt oder noch nicht? Ja, ja. Okay, haben Sie das allein gemacht oder mit Finanzberater? Nö, ich hatte gestern so einen netten Mann angerufen. Der wollte 250 ja? Euro haben und da haben wir jetzt so ein Handelskonto eröffnet. Okay. Haben Sie vielleicht einen Anruf bekommen oder noch nicht? Ja, ja. Okay, also, Herr Steiner, warten Sie bitte ganz kurz auf die Linie, ich würde Sie weiterleiten, okay? Auf welcher Linie? Okay, warten Sie bitte einen Moment. Guten Tag, Herr Steiner, Lukas Kutsch mit Kampfrat. Aha, wie ist Ihr Name? Lukas Kutsch mit Kampfrat, Herr Steiner. Lukas und weiter? Scott. Ach, Scott, Herr Steiner, wie sehen Sie denn, Sie haben Interesse gezeigt mit dem Online-Handel, ja? Mhm. Ja. Haben Sie schon ein aktives Konto? Ein was? Haben Sie schon ein aktives Handelskonto? Ja. Ja, okay. Herr Steiner, also Sie waren registriert beim Bitcoin-System, ja? Kann sein, ja. Und Sie haben Interesse gezeigt mit dem Bitcoin-Handel? Ja, ja, da habe ich ja gestern so ein Konto eröffnet. Okay, also das war mit minimaler Investition mit 250 Euro bestimmt, ja? Ja, bei AvaTrade habe ich das gemacht. Wie heißt diese Plattform bitte? AvaTrade. Okay. Herr Steiner, haben Sie schon einen Anruf bekommen? Na, AvaTrade hat bei mir angerufen gestern und da habe ich da 250 Euro eingezahlt. Ja. Und was für ein Soundsystem benutzen Sie? Also, wollten Sie mit einem Expert handeln oder mit einem Autotrader? Na, die haben gesagt, das geht automatisch. Automatisch. Sonst haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu handeln? Nö. Haben Sie nicht, ja. Herr Stein, wissen Sie, wie funktioniert das Autotrader oder was ist der Unterschied zwischen einem Expert und einem Autotrader? Keine Ahnung. Ja, zum Beispiel, Herr Stein, wenn Sie bei uns ein Konto aktivieren, Sie bekommen ein persönliches Finanzberater, ja, ein Expert, der hat mehr als 10-jährige Erfahrung in diesem Bereich, ja. Wenn Sie mit Autotrader handeln, natürlich, es braucht nicht so viel Zeit, das ist der Unterschied zwischen Autotrader und Expert, aber mit dem Expert können Sie einfach Kenntnisse und Erfahrung dann in diese Richtung sammeln, ja. Wenn Sie natürlich interessiert sind daran, also besser zu kennenlernen, wie auch ein Finanzmarkt passiert, wie die Preise hochsteigen oder runterfallen, dann können Sie also bessere Erfahrungen mit dem Expert sammeln, ja? Mhm. Zum Beispiel, haben Sie viel Zeit zu handeln oder sind Sie beschäftigt? Na, die meinten, ich soll das hier automatisch machen, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Okay, also Sie haben nicht so viel Zeit zu handeln, ja? Na, weiß ich nicht, ich kenne mich ja nicht mit aus. Bitte? Weiß ich nicht, ich kenne mich ja nicht mit aus. Okay. Herr Steiner, wenn Sie es wünschen, natürlich können Sie auch zweite Konto aktivieren, damit können Sie also die Ergebnisse
sehen. Ja, also welcher zeigt er Ihnen zum Beispiel besser Ergebnisse, dann wollen Sie dort bleiben. Ja? Als die Anfänger, also Herr Steiner, ich kann Ihnen anbieten, für 2 Wochen als Probezeit bei uns. Das heißt also, wenn Sie bei uns ein Handelskonto aktivieren, dann haben Sie 2 Wochen lang alles zu ausprobieren und austesten. Ja? Falls Sie entscheiden, dass es nicht gut geeignet für Sie, also diese Plattform arbeitet zum Beispiel nicht so gut für Sie, dann können Sie einfach Ihre Konto schließen und Ihre Geld abgeben. Ja? Für 2 Wochen lang haben Sie Geld zur Garantie. Ja. Das ist unser Angebot für Anfänger. Ja? Wenn Sie das Interesse daran haben, ich kann Ihnen unsere Plattform auch zeigen. Ja, aber ich habe doch gestern schon ein Konto eröffnet. Ja, lass mich das feststellen, Herr Steiner. Ja, aber Ihr Mikrofon ist auch ganz furchtbar. Was haben Sie denn da für billige Headsets? So. Ist das jetzt besser für euch? Ne, nicht wirklich. Ihre Headsets sind so irgendwie, klingen komplett billig. Vielleicht ist das schlechte Verbindung. Nee, die Verbindung nicht. Das Mikrofon ist scheiße. Tut mir leid, entschuldigen Sie. So, Herr Steiner, sind Sie interessiert? Nö. Ich meine, also Sie können dann diese 2 Plattformen vergleichen, ja? Also bei uns verdienen Sie gar nichts, wollen Sie nur testen. Ja, aber ich habe doch eins. Ja, natürlich, Herr Steiner, aber wissen Sie, ein Kopf ist gut, aber 2 ist besser, ja? Und, Ja, der will mir jetzt hier wirklich sagen, ein Konto ist nicht so gut wie 2 verschiedene Konten. Das heißt, meint jetzt, naja, man kann sich ja bei 2 Plattformen anmelden, warum denn nur bei einer? Tja, also so ein Angebot bekommt ihr, glaube ich, von keiner seriösen Firma. Was soll das überhaupt? Ich meine, reicht denn nicht ein Konto zum Handeln? Ich meine, einmal Millionär werden reicht doch, oder nicht? Ja. Und wie heißt Ihre Webseite? Also unsere Webseite heißt LPL Financial. .eu, ja. Genau. Hier geht nicht die Webseite, hier steht Seite nicht gefunden. Okay, also ist das lplfinancial.eu? Ja. Da steht Seite nicht gefunden, die Verbindung zum Server schlug fehl. Gucken Sie mal selber, ob Ihre Seite geht, weil bei mir sieht es so aus, als wäre die Seite offline. Ich überprüfe es. Also bei mir funktioniert das sehr gut. Ja, bei mir steht, die Seite wurde nicht gefunden. Ich kann ja nochmal aktualisieren. Nee, geht nicht. Dann buchstabieren Sie mal. Ich kann mal neu eingeben. Ist natürlich nur eine Vermutung von mir. Allerdings war das genau zu dem Zeitpunkt, wo Callcenter Scambaiting kurz danach dann das Video veröffentlicht hat, dass diese 2 Betrügerbuden, also mit der Domainendung .com oder .eu, also es war 2-mal die gleiche Webseite, nur mit einer anderen Domainendung, ja, dass die bereits geschlossen wurden. Das war ganz kurz davor, dieses Telefonat, und könnte vielleicht tatsächlich sogar der Grund sein, warum die Webseite hier schon teilweise nicht mehr funktioniert hat. Vielleicht war da schon jemand am Werk. Manchmal weiß man ja nicht, wie das Leben spielt. Ne? Ich meine, kann natürlich jederzeit sogar sein. Da würde ich mich ja mal riesig drüber freuen, wenn wir mal so eine, wenn die Polizei den Laden da stürmt, dass wir da quasi mal live mit am Telefon sind. So oft, wie wir bei denen im Callcenter hängen, könnte das ja vielleicht mal sein. Mal sehen. Okay, also Elsie Ludwig. Ja. Paula Ludwig. Ja. Friedrich. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Anton. Ja. Nordpol. Ja. Cäsar. Ja. Ida. Ach, Ida. Okay. Genau. Anton. Ja. Ludwig. Ja. .eu, ja. .eu. Okay, dann war da ein Schreibfehler drin. Keine Ahnung. So, ja, jetzt habe ich hier so eine orange Seite mit einer komischen Hand und ja. Ja, genau. Das ist unsere Plattform. Auf der ersten Seite sehen Sie logisch, ja? Ja. Ja, bitte? Ich habe hier noch was anderes auf. Die Seite von Ihnen sieht genauso aus wie die von XRP Markets. Ist genauso aufgebaut. XRP Markets?
Na, XRP Market. Da, die sieht genauso aus, Ihre Seite. Da sind sogar die gleichen Nachrichten drauf. Ja, vielleicht ist das die gleiche Unternehmer, aber die Webseite macht, ja. Vielleicht ist dies das gleiche Unternehmen, nur die Webseite ist ein bisschen anders. Oh Mann, also wenn ich in so einer Firma arbeite, dann weiß ich doch ganz genau, wie viele Webseiten die Firma hat und wie die alle aussehen. Also zumindest habe ich da so eine grobe Vorstellung und bin da nicht überrascht von, wenn der Kunde dann sagt, ihr seht ja genauso aus wie die anderen. In dem Fall hat sich dann wohl im Nachgang rausgestellt, dass es nicht exakt die gleiche Bude ist. Denn, ja, sonst wäre ja die andere Plattform auch mittlerweile dicht und die laufen munter weiter. Tja, wahrscheinlich stecken die alle weitläufig irgendwie unter einer Decke und benutzen die gleichen Designer und Skripte, denn die Login-Systeme, die ähneln sich hier wirklich, also wahnsinnig ähneln sich die Login-Systeme. Es ist alles das Gleiche, nur ein paar andere Bilder drauf und teilweise sogar die News und Nachrichten. Es ist alles exakt gleich kopiert. Vielleicht kopieren sie sich auch untereinander, man weiß es nicht genau, ne? Na, kennt man sich nicht untereinander? Also ich bin nur Kontomanager, Herr Steiner, also ich bin nur zuständig, die Handelskonto richtig vollständig zu aktivieren und Ihnen die Information zu geben, ja. Ach so. So, soll ich für Sie ein einmaliges Passwort generieren, damit können Sie einloggen? Ja, meinetwegen. Ja, und hier liefert er eigentlich selber wieder den Beweis, dass das Ganze hier nichts als Betrug sein kann. Denn bei einem Finanzkonto, da möchte ich nicht, dass jemand, irgendwer Fremdes aus der Firma, es ist auch egal, ob es jemand aus der Firma ist, auf meinen Kontozugriff hat. Und vor allem, ob derjenige mein Passwort ändern kann. Denn im schlimmsten Fall, selbst wenn das eine seriöse Plattform wäre, was sie nicht ist, ich meine, dadurch, dass sie ja zu ist, ist ja klar. Dann könnte, selbst wenn ich, jetzt stellt mal vor, ich mache da tatsächlich Gewinne und hat da richtig viel Kohle drauf, dann könnte einfach irgendein Mitarbeiter meine Daten ändern und sich die Kohle ja runterladen, also ja, dran bedienen. Ja, also von daher, also bei einer Bank funktioniert es ja auch ganz anders. Ihr bekommt ständig irgendwelche Papiere zugeschickt, damit man sich da einloggen kann. Da bekommt man mehrere Briefe, dann gibt es da Tannenverfahren und hast du nicht gesehen. Und hier ist es tatsächlich so, die erstellen einfach ein Passwort, ABC, 1, 2, 3, 4, 5 und dann könnt ihr euch da einloggen. Unsicherer und unseriöser geht's schon gar nicht mehr. Bei so einer Plattform, selbst wenn sie seriös wäre, dann würde ich da ganz, 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 ganz doll die Finger von lassen. Tja, wenn man so einfach ein Passwort erstellen kann und auch vor allem solche einfachen Passwörter dort erstellt, schwierige Passwörter gehen ja da auf diesen Webseiten auch gar nicht, dann kann ja der Account bloß noch gehackt werden. Also lächerlicher geht's eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch kaum noch Webseiten, wo man eben kein Login noch irgendwie über eine SMS-TAN oder sowas hat. Das ist dann tatsächlich auch viel, viel sicherer als das hier. Wobei SMS-TAN ist auch immer so ein bisschen strittig, das kann man auch abfangen. Unterm Strich macht man sowas bei Banking aber immer mit irgendwelchen Zweit-Apps, die man dann drauf hat. Über die App ist das dann immer noch viel, viel sicherer, als wenn man da noch eine SMS zugeschickt bekommt, weil, wie gesagt, die kann man eben auch mithorchen. Und tja, sowas gibt's halt hier auf solchen Plattformen überhaupt gar nicht. Bei Binance zum Beispiel, die eher zu den seriösen Plattformen gehören, auch wenn da mal ein bisschen Hackmeck bei der BaFin war, die haben diesen Double-Login, dass man eben immer noch mal mit einem Push-TAN die ganze Sache bestätigen muss. Und diese Benachrichtigung, die kommt dann letztendlich in der App von Binance. Und wenn ihr euch in der App einloggen wollt, dann kriegt ihr eine E-Mail, wo dann eben noch mal ein TAN drin steht. Man kommt da nicht einfach so rein, das ist schon sicher, das Konto. Aber hier, tja, da darf man ja nicht mehr als 3 Buchstaben und 5 Zahlen nehmen, sonst geht der Login überhaupt nicht. Okay. Bleiben Sie ganz kurz an der Linie, bitte. So, Herr Steiner, also einmal das Passwort ist schon generiert. Lassen Sie mir Ihre E-Mail zu überprüfen. Ja. An welche E-Mail-Adresse haben Sie geschickt? Also gerald.steiner@mbcfund.space, ist das korrekt? Ja, die gibt's. Dann gucke ich da mal. Moment, das dauert eine Weile. Nein, also Sie brauchen einfach diese E-Mail beim Login einzugeben. Okay. Danach ich diktiere Ihnen die einmalige Passwort, ja? Moment. So, gerald.steiner
mdccfun.de. Ist das Passwort ein großes A und ein kleines A? Oder A, B, C? Phone 1 speaks Sec, no Deceit. Achso. So. Tja, von 1 bis 6 nur die Ziffern. Und dann könnt ihr euch da schon in euer Bankkonto einloggen. Mensch, sehr, sehr vertrauenswürdig. Geht nicht, da steht Invalid-Login. Okay, also gerold.steiner@mdc.fun.b ist die E-Mail-Adresse, ja? Ja, geht nicht. Okay, einen Moment bitte. Der sagt Rekapazza-Fail, aber das habe ich ja einen Haken reingemacht. Ach so, haben Sie auch vor, ich bin kein Robo gesucht? Ja, habe ich drauf gedrückt, aber das erkennt er nicht. Okay, können Sie die Seite erneuern und nochmal versuchen? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt mache ich hier wieder, ich bin kein Roboter. Ne, geht nicht, da kommt immer noch. Jetzt kommt Invalid-Login und dann kommt Rekapazza-Fail. Also irgendwie alles der Schrott bei euch. Okay. Das ist ja billig gemacht. Ja, also hier auf dieser Webseite hat tatsächlich der Login gar nicht erst funktioniert. Also, ich konnte mich nicht einloggen. Dieses Google, also dieses, ihr kennt das ja mit diesen Bildern, wo man dann die Bilder anklicken muss und so, um ja eben zu bestätigen, dass man selbst kein Roboter ist und da keine Massenlogins stattfinden, braucht man eigentlich auch nur, wenn man eben ein unsicheres System hat. Das hat alles nicht funktioniert. Die ganze Webseite hat eigentlich nur aus Fehlern bestanden. Tja, wahrscheinlich war schon was kaputt. Oder vielleicht war es auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie von der .com-Domain auf die .eu-Domain umgezogen sind. Wo sie denn eben zum Schluss nochmal so ein bisschen weiter bescheißen wollten, bevor sie hops ging. Okay, bleiben Sie ganz kurz halt hier. Ja. Jetzt kommt wieder Invalid-Login. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann Rekapazza-Fail. Also das ist ja... Das ist ja richtig billig. Ja, ich versuche also es einzugeben. Nochmal Ihre E-Mail-Adresse. Einfach bleiben Sie ganz kurz an der Linie. So, jetzt habe ich das nochmal generiert. Können Sie es nochmal versuchen? Ja. Immer noch Rekapazza fehlt, aber es stimmt ja nicht. Jetzt macht er was. Nee, jetzt macht er doch nichts. Hat er so getan. Also wenn Sie auf Ich bin kein Roboter drucken, danach kommt die ohne Kiste, oder? Ich kann das anklicken, ja. Und dann habe ich auch alles gemacht. Dann habe ich das unseriöse Passwort hier drin von 1 bis 6. Da passiert aber nichts. Das geht nicht. Kaputt. Jetzt geht's. Keine Ahnung, was das für eine komische Webseite ist. Muss man jetzt 10-mal neu laden, damit es funktioniert. So, jetzt bin ich ja... Jetzt bin ich drin, ja. Kriegt man den Bums hier auf Deutsch? Ja, natürlich. Wo denn? Bitte? Wo denn? Also, wenn Sie auf Einloggen drücken, dann kommt Select Your Language, ja, also auswählen Sie Sprache. Ja, aber die Seite lädt hier noch. Dauert ewig. Ach ja, jetzt kommt hier was. Meine Fresse, ist die langsam, die Seite. So. Wollen Sie German auswählen? Deutsch? So, jetzt bin ich da drin. Jetzt habe ich zwar Deutsch ausgewählt, aber es ist trotzdem alles auf Englisch. Also, nicht alles, aber es ist ganz schlechtes Deutsch und... Ja. Was meinen Sie, was Na, hier steht immer, hier steht, schaue dem Liste an und darunter steht, you can see on this panel your watching list. Haben Sie die Seite recherchiert? Was habe ich mit der Seite gemacht? Also, die Seite haben Sie recherchiert. Was ist denn das? Also, erneuern Sie bitte die Seite. Wenn Sie Sprache auswählen, danach erneuern Sie bitte die Seite. Ja, habe ich. Ist trotzdem noch komisches Deutsch. Kakerlakendeutsch hier. Also das ist ja kein richtiges Deutsch hier, das ist ja peinlich. Benutzen Sie ein Google-Browser? Nö. Tja,
das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, worauf man achten sollte, wenn man auf solchen Webseiten unterwegs ist, also grundsätzlich auf allen Webseiten auch. Wenn die Webseiten ganz, ganz unseriös und ganz, ganz schlecht übersetzt sind und vielleicht auch noch ganz unseriös aussehen und nur halb funktionieren, ist das immer ein riesengroßes Indiz dafür, dass die nur schnell zusammengeklatscht wurde, um irgendjemanden abzuzocken. Denn eine seriöse Seite, und vor allem von einer Bank, da erwartet man schon rechtschreibfehlerfreies Deutsch. Ich meine, das kann immer mal passieren, dass irgendwo ein Buchstabendreher oder sowas drin ist und das 10 Leuten nicht aufgefallen ist, bevor das online ging. Naja, aber in der Masse auf der Webseite, das zeigt einfach nur, dass die Person, die das Ganze überhaupt aufgemacht hat und hier überhaupt programmiert hat, gar kein Deutsch konnte. Denn das, was da alles stand und so, wie es aufgebaut war, und wenn man dann auf Deutsch geklickt hat, dann wurde nur die Hälfte auf Deutsch übersetzt, aber der Großteil blieb halt einfach auf Englisch. Tja, das zeigt, wie diese Webseite einfach nur zusammengeschmissen wurde, damit man irgendwie schnell einen Betrug machen kann. Und das spricht auch dafür, dass sie wohl die EU-Seite als zweites genommen haben zum Abzocken. Und die erste, nachdem sie aufgeflogen ist, dass sie hier halt wirklich einfach ganz schnell irgendwas zusammengezimmert haben, um weiterarbeiten zu können. Mehr ist das hier garantiert nicht. Welches Browserbank? Was? Also welches Browserbank? Ja, ich nutze den Tor-Browser. Ja, aber das, also das Deutsch, was hier ist, das ist schlecht. Das ist kein richtiges Deutsch. Es ist Deutsch mit Rechtschreibfehler und die Hälfte trotzdem auf Englisch. Ja, da, also, das ist Ihr Handelskonto, Herr Steiner. Ja. Da, hier können Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Wie gesagt, also mein Angebot ist, 2 Wochen lang haben Sie Probezeit, danach können Sie entscheiden, ob Sie mit uns arbeiten oder nicht. Ja, ja, aber das ist doch kein Handelskonto, das ist doch ein Witz hier. Bitte? Ich sagte, das ist kein Handelskonto, das ist ein Witz. Das ist, ja, das ist total ein Witz, das ist lächerlich. Das ist hier so schlechtes Deutsch und so schlecht übersetzt. Alles klar dann. Ich verstehe, dass Sie sind nicht interessiert. Nö, ich mag keine Betrügerplattform, da zahle ich mein Geld nicht ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Nee, tschüss. Wünsche ich Ihnen nicht. Tja, kaum hören Sie das Wort Betrüger, macht er sich aus dem Staub. Aber es ist schon ein Wahnsinn, was der hier abgelassen hat. Also so eine Show mit so einer schlechten Webseite, dass das nur hochfliegen kann und auffliegen kann und dass die Polizei da als erstes aufräumt, das hätte klar sein müssen. Denn die hatten garantiert kaum Ahnung von Technik und ich glaube, denen hat einfach ein vernünftiger Informatiker in der Firma gefehlt, der irgendwas überhaupt drauf hat, weil das war wirklich alles unmöglich auf dieser Webseite. Naja. Wäre natürlich viel schöner, wenn die intelligenten Plattformen erstmal als erstes weggecancelt werden, aber irgendwo muss die Polizei ja letztendlich auch anfangen. Und naja, da wo es leicht ist, werden die natürlich auch als erstes zuschlagen. Tja, aber das Problem ist halt letztendlich, diese eine Plattform, / zwei Plattformen, haben zugemacht und mittlerweile sind schon wieder 4 bis 6 neue Plattformen bekannt hier in meiner Liste. Und es wird immer mehr und mehr und mehr. Tja. Die sprießen wie Pilze aus dem Boden. Das Geschäft muss halt einfach zu gut laufen, als dass man es lassen würde. Und naja, wenn sie so einen Callcenter hops nehmen, dann ist die Gefahr ziemlich hoch für alle Mitarbeiter, die dort sind und für die ja leitenden Angestellten. Ja, aber ich denke mal, die Köpfe hinter dem Ganzen, die dann tatsächlich das ganze Geld einsammeln, also die große Kohle damit, also die große Kohle damit machen, die wird man garantiert nicht in so einem Callcenter antreffen. Die werden schön zu Hause in ihrer Millionenvilla sitzen und sich ihre verschiedenen Porsche in sämtlichen Varianten angucken. Aber naja, so ist es ja leider immer. Und nur weil das Callcenter geschlossen wurde, heißt das noch lange nicht, dass der gleiche Inhaber nicht schon 10 neue hat, wenn die anderen ihm nicht sowieso schon gehören. Und das ist halt das Problem an dieser Kriminalität hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.